Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Video. Ich habe heute einen DM-Haul, also die Tasche ist recht voll. Das sind Sachen, die habe ich schon länger in Verwendung. Also ich glaube, der letzte DM-Haul war irgendwann im Frühjahr von mir. Also die Sachen sind wirklich alle gesammelt, teilweise auch benutzt. Nicht alle, aber die meisten sind schon länger in Benutzung und deswegen kann ich euch auch ein Feedback dazu geben. Aber bevor ich anfange, wollte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für 10.000 Abonnenten. Ich bin so, so glücklich und so happy. Ich kann es kaum glauben, dass ich endlich die 10.000 Abonnenten-Grenze geknackt habe. Und deswegen werde ich auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Allerdings erst im November, weil im Oktober ist ja der Fashion Oktober und da wird es ja keine großen Videos geben, außer Fashion-Videos. Und deswegen ein Video dazu auf jeden Fall im November, denn ich muss mich ja irgendwie bei euch bedanken. So, jetzt starten wir aber mit dem DM-Haul und ja, ich gebe euch immer so eine kleine Review dazu, wenn ich das Produkt schon benutzt habe und ich hoffe, euch gefällt das. Seitdem ich 12 bin, rasiere ich mich mit diesen Rasierern hier. Das ist jetzt kein Witz, die habe ich ständig in Benutzung. Das sind Einwegrasierer von Gillette und die haben so zwei Klingen und die kosten, glaube ich, 2 Euro noch was. Und ich finde die super gut. Ich benutze nur wirklich dieses Produkt unter der Dusche. Kein Rasierschaum oder sonst irgendwas. Ich schneide mich nicht. Also ich finde die super. Wenn man die Rasierer einmal benutzt hat, sind die immer noch gut. Also die kann man auf jeden Fall länger verwenden und nicht sofort wegschmeißen. Also ich benutze die, sage ich mal, so 2-3 Wochen einen Rasierer. Das funktioniert. Dann von John Frieda das Frizz Easy Lockenpracht Mousse. Das hole ich mir auch immer wieder nach. Das macht so richtig mega Volumen. Die Haare sind so puff. Finde ich super, super gut. Es macht die Haare allerdings auch so ein bisschen hart. Das Mousse ist auch mit einem Hitzeschutz und hat auch einen UV-Filter. Und ja, das ist so eins meiner liebsten Haarprodukte. Man braucht jetzt nicht übermäßig viel Produkt, wirklich nur so ein bisschen. Und ja, die Haare sind richtig schön gepusht. Und eigentlich ist das ja ein Lockenmousse. Und ich finde, wenn man sich damit dann auch Locken macht, dann halten die Locken auch sehr gut. Ich kaufe mir auch immer wieder das Shampoo von Santé nach. Das ist jetzt hier das Glanz-Shampoo, aber ich kaufe immer so die ganze Palette von Santé. Also ich merke da jetzt keinen großen Unterschied zwischen den Shampoos. Also ich finde, die wirken bei mir alle irgendwie gleich. Wobei die meisten sagen, dass das Glanz-Shampoo irgendwie am besten wäre. Ich benutze immer die von Santé. Das vertrage ich im Moment so am besten. Wobei ich immer noch auf der Suche bin nach dem Shampoo. Also das habe ich leider noch nicht gefunden. Aber aus der Naturkosmetik finde ich bestimmt hier einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist nicht zu teuer. Es überpflegt die Haare nicht, macht es eher trocken. Ich benutze dazu meine silikonhaltige Haarkur. Ja, damit die Spitzen nicht so struppig danach sind. Dann bin ich ja im Urlaub gewesen im Sommer, also Frühsommer. Da habe ich mir eine Haarspülung gekauft, so eine Probe hier von John Frieda. Das ist ein Conditioner und den finde ich richtig gut. Ich habe zu Hause nämlich immer so eine Pulle stehen und wollte das jetzt nicht abfüllen. Deswegen habe ich mir den hier gekauft und ja, ich finde den richtig gut. Er macht die Haare sehr gut geschmeidig, ist natürlich mit Silikon und riecht auch sehr frisch, ja, so Candy frisch, irgendwie so eine Mischung. Ich glaube, ich werde mir den vielleicht sogar nachkaufen. Ich habe ja gesagt, ich suche immer noch nach dem Shampoo und ich neige auch so ein bisschen zu Schuppen. Und meine Kopfhaut ist immer sehr gereizt und deswegen habe ich mir jetzt aus der Ultra Sensitivreihe noch das Shampoo gekauft. Das ist halt ohne Farbparfümstoffe und so weiter und auch ohne Silikon und das habe ich leider noch nicht getestet. Ich will erstmal alles aufbrauchen, was ich unter der Dusche habe. Aber dann werde ich das testen und ich bin gespannt, wie es so wirkt. Das Alverde Augenbraugel kaufe ich mir auch immer wieder nach. Aber dieses Mal habe ich mir das zum ersten Mal in der getönten Variante gekauft. Und die finde ich ehrlich gesagt besser als die transparente Variante. Und ich habe hier 02 Braun. Es gibt noch extra eine für blonde Haartypen. Ja, und ich finde, die macht ihren Job. Dann ein Pinsel von Aybelline. Den habe ich euch auch schon gezeigt in meinem Heilerde-Video. Genau, der ist so abgeflacht. Eigentlich ist das ein Foundation-Pinsel, aber ich benutze ihn ganz gerne, um Masken aufzutragen. Dafür ist er super, weil er halt auch nicht so teuer ist. Und ja, damit funktioniert das einfach wunderbar. Und wenn ihr auch so ein Fan von Masken seid, von Schönheits-Wellness-Masken, dann holt euch den Pinsel, damit lässt sich das super auftragen. Dann habe ich mir auch das Indefectible 24 Stunden Make-up geholt von L'Oréal. Und da ist ja so ein mega Hype gewesen bei YouTube. Ich glaube, da hat die liebe Tamtam diesen Hype ausgelöst. Ich habe es bei Tamtam zum ersten Mal gesehen und ich finde, bei ihr sieht das so, so gut aus. Ich mag das Finish total. Ich habe es aufgetragen und das sah richtig toll aus.
Aber leider habe ich einfach zu fettige Haut für diese Foundation hier. Ich glänze unheimlich stark danach, also wirklich schon nach 5 Minuten. Aber ich habe ja wirklich auch sehr, sehr fettige Haut und ich komme mit der Foundation leider deswegen überhaupt nicht zurecht. Ich habe schon überlegt, mir die matte Variante zu holen, mal gucken. Aber ja, so oft benutze ich ja jetzt auch nicht normale Foundation. Ich nehme ja im Alltag immer Mineral-Make-up. Damit komme ich halt einfach am besten klar. Aber das war leider für meinen Hauttypen ein Flop. Dann ein Kajal von Maybelline, so ein Kohl-Kajal, irgendwas mit Drama, den habe ich jetzt schon so abgenutzt, ich sehe es schon gar nicht mehr. Ich habe den in einem Braunton gekauft und ich finde den richtig gut. Der ist sehr, sehr butterig, mit dem kann man wirklich super arbeiten und auch verblenden mit dem Pinsel, das funktioniert super. Ich sette ihn nochmal zum Schluss mit einem Puder, dann bleibt er auch an Ort und Stelle. Auf der Wasserlinie hält er zwar auch, aber nicht ganz so lange. Dann ein Sun Shimmering Puder von Catrice. Das soll so einen Glow machen und ist eigentlich ganz schön gelbstichig. Also von der Farbe finde ich es eigentlich ganz schön, aber es hat zu grobe Glitzerpartikel. Also deswegen benutze ich das nicht. Ich habe es wirklich nur einmal benutzt und das war's. Also ist nicht so meins. Dann etwas für die Zähne und zwar zwei Zahncremes von Veleda. Ich habe das bei Sylvie's Essentiel, glaube ich, gesehen. Genau, sie hat die vorgestellt. Die grüne Variante ist extra für empfindliches Zahnfleisch, deswegen habe ich die gekauft. Die benutze ich auch gerade und ich finde die nicht schlecht. Es ist etwas ungewohnt, weil es nicht so schäumt im Mund. Also es ist so, als würde man sich mit Marmelade die Zähne putzen. Die Sohle-Zahncreme, die ist wohl, glaube ich, mit Salz. Die soll sogar die Zähne etwas aufhellen und die habe ich noch nicht getestet. Ich bin aber super gespannt, wie die noch so ist. Die soll zwar nicht so lecker schmecken, aber ja, die ist auch etwas mehr so für Karies und Zahnstein gedacht. Dann ein Rouge und zwar eins von L'Oreal. Das habe ich bei einer lieben Freundin gesehen oder die Schwester von meiner Freundin hat es getragen und ich dachte mir so, wow, was eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein Peach-Rosa, gerade so für olivfarbene Hauttypen. Perfekt. Ich trage dieses Rouge jetzt gerade auch auf den Wangen. Das hat 8 Euro gekostet, ist nicht günstig, aber ich finde, es ist super pigmentiert. Ist halt auch ein bisschen teuer, hat so einen leichten Glow und ich mag das Rouge total und ich benutze das momentan jeden Tag. Dann von Essence das All About Matte. Also da hat ja auch jeder auf YouTube von geschwärmt, dass es so gut matt halten soll. Bei mir leider nicht. Wie gesagt, ich habe sehr fettige Haut, bei mir funktioniert es nicht. Schade eigentlich. Also vom Finish und so finde ich das super. Es ist jetzt nicht zu pudrig, nicht zu kalkig, aber es funktioniert halt einfach nicht. Dann eine Handcreme von Lavera und das ist mit Bio, Mandel und Shea Butter und ich dachte, ich tue meinen Händen mal was Gutes. Ja, pflegt auf jeden Fall die Hände, aber ich mag den Geruch überhaupt nicht. Das ist so richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie so ein komisches Produkt erhalten habe oder ob die wirklich so riecht. Nee, also den Geruch, ich benutze sie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich sie wegschmeißen soll oder verschenken soll. Ich kann das auf jeden Fall nicht riechen. Dann eine Mascara von Maybelline. Die habe ich bei meiner Cousine gesehen. Sie hat mich aus Polen besucht und sie hat das verwendet und ich musste das natürlich direkt testen. Und ich finde die so, so gut. Mit dieser Bürste bekommt man wirklich alle Wimpern gut getuscht. Auch gerade so die unteren kleinen Wimpern, super, ohne zu verschmieren. Sie hält den Schwung, sie verschmiert nicht, sie hält den ganzen Tag, die ist einfach nur ein Traum. Ein Manko habe ich allerdings, sie geht nicht so gut ab. Also sie verhält sich schon so ein bisschen wie eine wasserfeste Wimperntusche, obwohl sie es eigentlich nicht ist. Und ich brauche da ein bisschen länger für, um die Wimperntusche abzubekommen. Meine normalen Reinigungsmittel reichen da leider nicht. Die Mascara verwende ich allerdings nicht alleine. Ich nehme sie mal ganz gerne mit der Essence Isle of Extreme Mascara, diese pinke Variante, die ist auch so, so gut. Die hat auch so ein Gummibürstchen, ist aber viel cremiger von der Konsistenz her und verdichtet die Wimpern wirklich wunderbar. Also die beiden zusammen sind für mich echt ein Traum. Dann habe ich noch eine Foundation, nachdem ich mit der Indefectible nicht mehr so ganz zufrieden war, habe ich mir dann die von Manhattan hier geholt. Das ist das Endless Perfection Make-up 24 Stunden. Ich finde das richtig gut. Also es hält wirklich sehr matt, es hält den ganzen Tag. Ich habe die immer ganz gerne gemischt mit meiner Foundation von MAC, weil sie mir etwas zu gelbstichig irgendwie wurde und die beiden zusammen sind wirklich toll. Das ist schon hier die gelbe Variante, die ich habe, Soft Ivory. Meine MAC Foundation ist wesentlich gelber als die hier, also von der Farbe ist es okay, aber die Wirkung ist wirklich toll. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein tolles Make-up, kann ich euch empfehlen, wenn ihr fettige Haut habt. Dann ein Blush und zwar das hier von Essence, Blush Up. Das finde ich auch sehr schön, wirklich tolle Farbe.
Ich wollte unbedingt so ein orangenes Blush haben für den Sommer. Ich muss sagen, dass es leider aber nicht ganz so gut auf den Wangen hält. Schade eigentlich, weil die Farbe ist wirklich wunderschön. Und dann noch eine Foundation. Ihr denkt auch, die hat echt einen Knall. Und zwar die Maybelline Yarde Everfresh Foundation. Die habe ich mir geholt, weil ich dann doch sehr braun wurde und dann die Foundations von der Farbe alle nicht mehr so gepasst haben. Und deswegen habe ich mir die hier geholt. Und die finde ich auch ganz gut. Das ist die Farbe Fawn. Die Farben, naja, geht so. Nicht so gelblich, eher so neutral. Was ich aber ganz gut an der Foundation finde, dass sie halt frei von Parfümstoffen ist und nicht ganz so die Haut reizt und die Haut auch nicht ganz so stark fetten lässt. Und ja, ich mische immer nur so die ganzen Foundations miteinander, weil meine Farbe dann, also ich werde schnell braun, aber auch schnell wieder blass und das schwankt dann immer so hin und her. Die ist auch nicht so teuer, die habe ich damals ganz, ganz häufig getragen. Ja, und die finde ich auch nicht schlecht. Das war es dann auch von meinem DM-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!